Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin hier im Hamburger Hafen, denn heute ist der Startschuss zu meiner dritten großen Motorradreise. Wie alle meine Motorradreisen bisher starten sie in der Garage meiner Mutter. Ich habe hier schon aufgeladen, denn diesmal ist es so, dass Lucy, so heißt mein Motorrad, zuerst auf Reisen geht. Und das bedeutet, ich muss sie jetzt nach Hamburg fahren und dort geht sie aufs Schiff und fährt 1,5 Monate nach Südamerika. Ciao. Sechs Grad. Ich fahre in 2 Etappen nach Hamburg und ja, die ersten beiden Reisen haben so gestartet mit den Bildern von der Abfahrt von meiner Mutter ihrer Garage. Und das ist auch bei der Nummer 3 so. Eine weitere Gemeinsamkeit meiner Reisen war das Wetter bei meiner Abfahrt. Egal ob es im Juli war, im Januar oder wie diesmal im Dezember, es war immer grau und grau. Und auf meinem Weg nach Hamburg hat es auch noch geregnet und die Temperatur ist auf 0 Grad gefallen. Hier an diesem Abgebepunkt, denn mein Motorrad geht heute auf dem Container nach Chile. Und ja, ich habe jetzt hier den Zettel abgegeben, jetzt soll ich hier unten warten. Hier ist noch ein anderer, ein Schweizer, der kam jetzt auch gerade mit seinem Motorrad an. Also es scheint schon mal richtig zu sein. Ich kann auch meine Klamotten und mein Gepäck drauf lassen. Das Ding ist, dass das jetzt alles klatschnass ist. Ich bin mal gespannt. Naja, werden wir sehen. Und mehr kann ich im Moment noch nicht sagen. Es ist sehr aufregend. Und ja, die Lucy geht jetzt ohne mich schon mal auf Reisen. 1,5 Monate dauert es. Und ich fliege dann nach. Jetzt habe ich die hier reingefahren. Hier stehen schon ein paar andere rum. Auch noch eine Tenere 700. Eine alte Tenere 600er. Richtig geil. Und BMWs natürlich. Ich werde mich jetzt ausziehen, habe da in der Tasche mein ganzes normales Zeug, weil ich lasse meinen Motorradkram da drauf und ich muss leider noch einmal alles abräumen, weil ich die Batterie abklemmen muss. Benzin muss auch leer sein, aber ich bin bis auf den letzten Tropfen leer gefahren und dann kann ich es einfach hier stehen lassen. Fertig. Jetzt ist es soweit. Ich muss mich von Lucy trennen. Wir sehen uns erst wieder im Januar, Ende Januar. Aufregend, ich bin gespannt und jetzt muss ich mal gucken, wie ich aus diesem Hafen rauskomme. Tschüss Lucy. So lange ohne Motorrad, das bin ich gar nicht mehr gewohnt, da ich quasi die letzten 2 Jahre auf dem Ding gelebt habe. Jetzt versuche ich hier aus dem Hafen rauszukommen, irgendwie die Fähre zu nehmen. Muss hier gucken, hier sind super viele Trucks und. Aber es fühlt sich schon sehr international an. Es fühlt sich auf jeden Fall schon jetzt nach Abenteuer an. Ja, ich irre hier jetzt immer noch rum, seit einer Stunde schon. Und die Fähre, wo ich hingelaufen bin, die fährt nicht. Da hinten ist der Michel, falls man es sehen kann. Kann man es sehen? Aber ich kann hier jetzt durch den Elbtunnel laufen. Auch nicht schlecht.
Moin. Runter und dann kann man durchlaufen. Jetzt habe ich es verstanden. Habe ich es immerhin mal rüber geschafft zur Landungsbrücke. Und jetzt, nachdem ich irgendwie schon 5 Stunden wach bin, habe ich mir mein Frühstück verdient und ich will natürlich Fischbrötchen essen. Und ich hatte mich mit Anke und Anke getroffen. Schöne Grüße. Die hatte ich in Portugal kennengelernt, auf dem Campingplatz. Die wohnen in Hamburg. Und die haben mir gesagt, Fischbrötchen muss ich an Brücke 10 essen. Und da laufe ich jetzt mal hin. Moin! Moin! Ich hätte gerne einen Cappuccino und so ein Nordseekrabbenbrötchen. So, mein Fischbrötchen habe ich bekommen. Nordseekrabbe habe ich natürlich genommen. Und damit schließe ich die erste Folge meiner dritten Motorradreise. Motorrad ist abgegeben, aber ich habe vorher noch eine kleine Aufnahme gemacht zu Hause. Und das wird das nächste Video sein. Da werde ich nochmal, weil ich ja immer vor jeder Reise immer ein bisschen was angebaut habe ans Motorrad und so, werde ich jetzt nochmal zusammenfassen, alle meine Änderungen am Motorrad. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Also, wenn es euch interessiert, schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Eine aufregende dritte Reise startet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.